Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir in Akala wieder angefangen rumzugucken, dass wir jetzt langsam die ganzen Höhlen aufräumen und alles, was wir so mitnehmen oder was ich halt so unterwegs mitnehme. Heute habe ich vorgehabt, mich hier ein bisschen weiterzumachen, eventuell also die zwei Bosse hier mitzunehmen, weil das eine Nebenaufgabe ist und ich einfach Bock auf den Leunen habe. Und eventuell schauen wir noch, dass wir die zwei Bosse mitnehmen. Ich bin mir noch unsicher. Auf jeden Fall haben wir hier in Goronia ein paar Höhlen noch zu machen. Und wir müssen noch hier in die Höhle rein und beenden. Aber ich glaube, in der war das Gewand mit der grimmige Gottheit Gewand, wo wir das ganze Gewand hinbringen mussten. Das heißt, wir können die Quest auch abschließen. Und dann, je nachdem, wie weit wir halt kommen halt. Ne? Und auf jeden Fall gehen wir jetzt von hier lang. Über Eldin runter zu den Soras und schauen, dass wir da die Höhlen nachholen und eventuell mal die hier beenden, weil dafür ist mir jetzt erst aufgefallen, hoppala, die Höhle habe ich noch gar nicht fertig. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir das ein... Ach, scheiß drauf, das werde ich dann schon merken. Naja, letzte Folge haben wir auf jeden Fall hier angefangen, wieder zu sammeln und haben jetzt auch endgültig die allerletzte Geoglyphe eingesammelt, die da unten hier drinnen war. Oder Drachenträne. Und in dieser wurde uns gezeigt, was tatsächlich mit Zelda passiert ist. Und ich lag mit meiner Vermutung richtig. Zelda wurde zu einem Drachen. Aber naja. Das müssen wir nur hier die Dame finden, die das Schwert sehen will. Warum ich hier bin? Weil eine Dame eine Waffe mit einem Leunen-Ding haben oder sehen wollte, genau gesagt. Aber wo ist die? Hä? Ich blind? Hier, die hier. Hey, los, sag's fort. Die Waffe da, ist das etwa... Los, zeig her, die muss ich sehen. Hier, schau mal. Aber das ist ja eine Waffe, die mit einem Leunenhorn gefertigt wurde. Von einem blauen Leunen, um genau zu sein. Mann, so ein Untier hast du tatsächlich besiegt? Wie scharf es sie aussieht. Ja, damit kann man sicher so gut wie alles zerschneiden. Der Fall ist klar. Das ist die allerstärkste Waffe auf der ganzen Welt. Danke, dass du mir sowas Tolles gezeigt hast. Hier, bitte. Es ist nicht viel, aber es kommt vom Herzen. Wobei, Nakala ist ja nicht gerade die Welt. Vielleicht gibt es doch Waffen, die ein bisschen stärker sind. Und falls ja, dann baue ich sie eines Tages selbst und zeige ich sie dir. Und dann zeige ich sie dir. Okay. Mehr will ich tatsächlich nicht sehen. Jetzt erwartet, dass hier eine bessere Waffe kommen muss. So, das hier ist ein Ivarok für eine Quest und das ist ein Leune, den ich einfach jetzt besiegen will. Ja, die zwei Bosse lasse ich einfach aus, weil ich glaube, bin mir ziemlich sicher, ich habe einen davon schon mal besiegt. Wir sehen einfach privat nochmal. Und wenn wir die zwei Bosse da haben, gehen wir rüber nach Goronia und klappern die Höhlen hier ab, weil die drei haben wir noch nicht gesammelt. Na, schauen wir mal, wie weit wir es diese Folge bringen. Nur als Info, wir gucken jetzt nochmal jedes Gebiet durch, dass wir die Höhlen kriegen. Machen nebenbei auch ein paar Nebenaufgaben, wenn ich mich erinnere, wo was ist. Und den Schildaufsteller nehmen wir natürlich mit, so viel es geht. Den Rest werde ich auf jeden Fall privat nachholen oder sammeln. Wir werden nämlich nicht jeden Schildaufsteller-Typen einfach sammeln gehen. On-Cam, weil da müssten wir uns hin und her teleportieren. Und das habe ich, glaube ich, keinen Nerv zu. Und du, mein Freund, bist jemand, den ich für die Monsterwelt besiegen muss. Hey, wo hat denn der sein? Stein? Aha. So. Okay, die Waffe war relativ stark, sag ich mal. Gut, Operation Ivarok abgeschlossen. Da müssen wir hier runter gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Leuten schon mal besiegt habe, oder? Ja, wenn ja, gehen wir direkt weiter, aber ich will nur noch jetzt die Bosse besiegen, die ich noch nicht gemacht habe, weil dafür kriegt man anscheinend Abzeichen. Oder so ähnlich. Und ich glaube, ja, den habe ich tatsächlich schon mal besiegt.
Wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht täuscht, weil ich kann mich definitiv daran erinnern, dass ich hier gegen Leuten gekämpft habe. So, Kumpel, haben wir dich schon mal besiegt? Da. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Weil ich leider keine Boss zeige, wo schon dran steht, ob ich schon mal besiegt habe. Aber bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir es jetzt. Falls wir es noch nicht gemacht haben. Ja, nehmen wir die. Boah, holy shit. Dass das Schild jetzt ausgehalten hat. So. Alter, der Leune ist ja fast down. Der Leune ist ja gleich down. Gut, der ist down. Der war relativ easy, muss ich sagen. Naja. Den Leuenbogen nehme ich mit. Ja, das Schwert auch. Und jetzt teleportiere ich mich hierhin. Ja, hierhin. So. Ach, die ist ja direkt hier oben. Aber dass ich diese Höhlen echt übersehen habe. Aber ich habe eigentlich mit viel mehr Höhlen gerechnet, die ich übersehen habe, ne? Aber meint, das werden wir es gleich sehen. Welche Höhle? Okay, hier war es einfach ein Minecart. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, wieder Klamotten wechseln, weil es wird ja wieder warm, ja. So, das Einzige, was wir hier machen müssen, ist den Majoi finden. Wenn hier nicht zufälligerweise ein Schatz von Ram da drin ist. Aber bezweifle ich stark. Okay, dürfte ich wissen, warum hier... Ja, wer kann's nicht? Hier ist einfach nur der Stein dran. Oh, fucking hell. Hab ich vergessen. Moment. Ist der Blitz stark genug? Finden wir es raus. Ja, Blitz ist tatsächlich stark genug. Okay, das wollte ich. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier ist. Hä? Ich dachte, da ist jetzt ein Majoi drin. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Oder ist er irgendwo, wenn ich in die Richtung laufe, wieder versteckt? Safe wieder irgendwie die Richtung, ne? Oder auch nicht, weil hier schon wieder der Ausgang ist. Okay, ich werde langsam perplex hier. Manchmal finde ich die Majoris echt nicht. Warum? Hä? Aber wo? Können die sich sonst verstecken? Nee, oder? Okay, ist es nicht. Das sieht aus, als wäre er zerstörbar. Aber ist er nicht. Finden wir es raus. Falsche Richtung habe ich dich geschossen. Junobo. Aber du bist ja gleich wieder da. Aber nein. Hä? Wo zum Geier ist der Kack?
Okay, what the fuck? Ich dreh durch. Wo ist der Majoi? Oder ist hier hinten doch noch mehr als das? Aber ich höre den Majoi auch nicht. Nö, ich höre ihn nicht. Ach du Kacke, ey. Boah. Nee, oder? Echt jetzt? Echt jetzt? Ach komm, ey. Echt jetzt? Ach komm, der war so einfach versteckt, aber ich habe halt echt übersehen. Ja, merkt, man muss echt mehr in die Umgebung gucken. Aber da könnte echt überall sein, der Majoi. Und der war so simpel versteckt, das ist nicht mehr normal. Zu blau als erstes. So. Aber heilen wir uns jetzt erstmal. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was wir noch alles hier erledigen müssen in Zelda. Auf jeden Fall die Höhlen müssen wir noch machen. Die mache ich mit euch gemeinsam. Privat sammle ich die ganzen Schriften, die im Himmel verteilt sind. Und wir geben sie dann gemeinsam mit Kakeriko ab. Ich muss schauen, dass ich noch die ganzen Quests in der App abhake, damit ich weiß, wie viele noch fehlen und wo ich sie finde. Die Schreine müssen wir noch finden, aber bis jetzt in den drei Gebieten, wo ich gecheckt habe, haben wir alle Schreine. Ich muss den Himmel noch fertig aufräumen, weil mir fehlen noch zwei Wille der Weisen. Wenn wir die haben, können wir auch unsere Weisen dadurch vervollständigen. Das heißt, wir können den letzten tiefen Schwur eingehen. Und sonst? Natürlich Materialien sammeln. Und Rüstungen verbessern. Aber die Rüstungen gehören nicht zu den 100%, also werde ich das wahrscheinlich im Let's Play nicht zu 100% verbessern. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, jetzt gehen wir weiter. Das ist genug Gehalt, finde ich. Und ich konnte mal nachdenken, was mir so fehlt. Ah ja, der Schildaufsteller. Aber über den haben wir schon gesprochen vorhin. Sammle ich privat. Hä? So. Kam nur ganz kurz jemand rein, das werde ich nicht rausschneiden. Ja, finde ich aber interessant, dass jetzt schon meine Mutter ins Bett geht. Naja. Was soll ich sagen? Mein Schlafrhythmus ist gerade komplett im Arsch und ich muss nächste Woche wieder in die Schule. Irgendwo hier muss eine Höhle sein. Okay. Ich habe hier eine markiert. Wo ist die? Das ist echt eine gute Frage, wo die ist, ne? Können wir da oben sein? Direkt unter mir vielleicht. Nö. Ich habe mir hier markiert. Doch nicht hier unten oder am Anfang des Berges, oder? Hm. Moment. Südmine. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich habe auch gerade nochmal in die App geguckt, wie die Höhle heißt. Und die Höhle heißt Südmine, das heißt, sie ist wahrscheinlich unter uns. Weil unter diesem Felsvorsprung wird die abgebaut. Ah. Ist das irgendwo da hinten? Ja, hier.
Ich kann schwören, hier war ich schon drin. Anscheinend ja nicht. Na dann. Können wir jetzt weitermachen. Hab gerade nur geguckt, wie die heißt eigentlich, die Höhle. Da habe ich nicht drauf geachtet gerade. Das ist jetzt die Höhle für die Südmine, wo wir wahrscheinlich eine Quest haben, oder? Ein Kunde. Seid ihr bereit, Brüder? Alles auf einmal, alle auf einmal. Von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang. Rund um die Uhr, Spaß pur. Ey, Kavita, dein Lächeln ist total schräg. Was ist es doch die mit dem schrägen Lächeln, Bruder? Ruhe, wir haben Kundschaft hier. Lächeln, lächeln. Also dann von vorn. Fertig, los. Von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang. Rund um die Spur. Rund um die Uhr, Spaß pur. Hier im Lorenland. Ach, wir sind jetzt im Lorenland. Hier geht alles um Loren und um Spaß und ums Lächeln. Präsentiert von der Yonobau. Bei der Yonobau wird Sicherheit großgeschrieben. Bei uns ist alles ganz ehrlich. Du fährst von hier mit der Lore los und schießt dann in der Höhle die Ziele ab, bis die Zeit abläuft. Die Ziele sind Luftballons, also weißt du am besten mit Fallen. Aber wer die Lore verlässt... Also schießt du am besten mit Fallen. Wer die Lore verlässt, wird disqualifiziert. Wenn du innerhalb des Zeitlimits mindestens 5 Ziele triffst, hast du gewonnen. Die Lore steht dort bereit. Das ist unser Prachtstück. Die Verwendung anderer Loren kommt nicht in Frage. Wir stellen die Lore am Startpunkt bereit. Sobald du einigst, geht's los. Und weißt du was? Zur Feier der Eröffnung geht die erste Runde aufs Haus. Und du bekommst 10 Pfeile geschenkt. Warum ist dein Lächeln so furchtbar, Kavita? So erschreckst du uns noch die Kunden. Pass mal auf, wenn du lächelst, mach ich so. Tut mir leid für das Chaos. Also los, worauf wartest du? Ab mit dir die Lore. Auf die Schiene musst du sie allerdings selber bekommen. Okay. Warte kurz. Na, Alter, ich wollte doch nur einen Bogen wechseln. So, wo ist der Dreifach-Zehner-Bogen hier? Bereit, ja. Dann geht das Spiel los. Ich bereite noch schnell die Ziele vor. Und los. Ach, die Kacke. Okay. Hä? No, what the hell? Okay, wir müssen nur 5. Warum nur 5? Viel zu einfach. So. So. Hä, wo sind die ganzen Ziele hin? Habe ich die schon alle weggeschossen? Irgendeins fehlt doch bestimmt. Sind bestimmt 12. Oder? Bei 5 ist irgendwie viel zu einfach, meine Freunde. Hier das Ergebnis. Die Anzahl deiner zerstörten Ziele beträgt 11. Gut gelächelt. Du hast bestanden. Saubere Arbeit. Auweia. Vor Überraschung habe ich glatt vergessen zu lächeln. Hier ist dein Preis. Ich will dein schönstes Lächeln sehen. Und zwar nie. Na egal. Falls du noch viel mehr lächeln willst und auch noch mehr Spaß, hätten wir da was. Einen Höchstgeschwindigkeitskurs extra für Fortgeschrittene wie dich. Wenn dein Interesse geweckt ist, sag mir Bescheid. Feuerfrei mit Loren. Kiel hier. Mein Loren-Spiel ist für fortgeschritten. Es läuft also ein bisschen anders als von bisher. Wie schnell du schießen kannst, ich will spielen. Also beeil dich. Kurz entschlossen, nicht übel. Schön, dann erklär ich mal die Regeln.
Fahre mit der Lore und schieße so schnell wie möglich 7 Ziele ab. Natürlich darfst du die Lore nicht verlassen. Du gewinnst, wenn du wenn du die Ziele innerhalb von 1 Minute 20 abschießt. Ja gut, los geht's. Erste Runde ist umsonst und es gibt wieder 10 Pfeile. Okay, what the fuck ist jetzt gerade mit der Lore passiert? So. Ich bin bereit, ja. Mal schauen, das sollte eigentlich relativ einfach gehen. Gut, hier. Alter, echt jetzt daneben. Ich habe jetzt schon 4. Das ist easy. Das ist viel zu einfach. So. Ich muss nur 7 zerstören. 7 Treffer, das war's. Okay. Hier das Ergebnis. Deine Zeit beträgt 31 Sekunden und 73 Millisekunden. Das war flott. Du bist ja schon durch. Auweia, da habe ich vor Überraschung glatt das Lächeln vergessen. Hier ist dein Preis. Nimm ihn bitte lächelnd entgegen. Und wahrscheinlich gibt es jetzt noch einen dritten Kurs. Du musst echt was drauf haben, wenn du das Spiel meiner Brüder geschafft hast. Als ich dich in der Lore gesehen habe, kam mir eine Idee für einen Kurs, der sogar noch einen Stich ins Schwitzen bringt wird. Und zwar an einem besonderen Ort. Auf dem Todesberg. Ich gehe schon mal vor, mache alles bereit. Bis später. Ach du Kacke, da habe ich jetzt wenig Bock, jetzt kurz. Das machen wir irgendwann anders weiter. Derzeit kümmern wir uns eher um den Majoi hier drin. Und habe ich schon den richtigen Weg gefunden? Ich hoffe doch. Ja, da hinten ist er. So, komm her. Dann raus hier. Aber das Lornland habe ich tatsächlich erst jetzt gefunden. Ich dachte immer, das ist auf dem Todesberg. Aber da müssen wir auch noch eine Runde spielen, also so ist ja nicht. Wir gehen mal weiter. In dieser Höhle müsste sich eigentlich das letzte Gewand Teil von der Drachenrüstungsset sein, von Eldra. Weil es die letzte Höhle ist hier und die sind meistens in der Höhle versteckt. Oder waren sie bis jetzt immer? So. Und da ist tatsächlich was drin versteckt. Moin. Okay. Rodonit. Gut, wir müssen einfach nur hier durch. Und den Majoi dürfen wir nicht vergessen. Den haben wir schon. Okay, das war easy mit dem Majoi. So. Und weiter. So. Dreh mal um. Muss ich da lang? Oder hier hoch? Das ist jetzt die Frage. Bitte was? Game? Ich würde gerne wissen, warum du mich gerade runtergeschubst hast. Aber ich glaube, ich weiß warum.
Ah, scheiß drauf. Gehen wir mal hier lang. Und ich verstehe es nicht, was zum Geier ist da in der Richtung. Okay. Irgendwas ist da runter und fängt gerade Feuer. So. Gut. Und das ist nicht der richtige Weg. Willst du mich verarschen? Okay, dann muss ich tatsächlich in die andere Richtung da durch. Ich dachte, da oben geht's weiter. Dann müssen wir echt da lang. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Wir müssen einfach weiter in die Richtung. So. Einfach warten und gucken. Komm schon. Ich will nur wissen, was da drin ist. Ist bestimmt zwar nicht das, was hier von Ram da versteckt wurde, aber trotzdem. Ah, da ist es. Ich sehe schon. Feuer-Exalfus-Breitschwert. 29. Nee, danke. Nee, danke. Ich hole mir nur jetzt das hier und Tschüssikowski. Flammenwams. Okay, kriegen wir jetzt etwa hier auch noch eine Aufgabe für das Gewand? Safe, oder? O werter Reisender, lies meine Worte. An welchem Ort mag dieser Schatz verborgen sein, der wohl behütet im Schoße dieser Truhe, in einer Truhe ruht? Es handelt sich um das Erwachensgewand. Erlangt in einem fremden, fernen Land. Im Verband der Grenzlärme, mitten von Schneipfe, Lutz und Kadutsche, steht eine Ruine. In ihr sind Säulen aufgereiht. Eine dieser dicken Säulen öffnet den Pfad zum Schatz. Ich biete demjenigen den Schatz, der dieses Rätsel zur Lösung vermag, zu lösen vermag. Erwachen Serie 1? Was? Alles klar. Was kommt jetzt von Ram da bitte hier? Aber na, ich glaube, ich mache jetzt noch das Lorn-Spiel. So, dann gucken wir jetzt erstmal Tagebuch. Der Band da mit von Knöpfe, Lutz und Kartutsche. Ja, das können wir dann machen, wenn wir in Hebron unterwegs sind und da die restlichen Höhlen gehen. Stadt der Göttin. Loren für Vollpreis hier, Gipfel. Das machen wir noch schnell. Okay. Wo steht denn der Typ? Über uns, oder? Safe über uns. Warum habe ich eigentlich immer noch das Gewand an? So. Komme ich eigentlich schon, wenn wir in Hebron unterwegs sind? Weil dann haben wir da auch die Quest mit dem Pilzreich. Höhle, König, Pilzkönigreich. Nein, nicht das Pilzkönigreich von Mario, sondern... Oder irgendwas anderes war es doch. Ah ja, ist hier.
Wusste ich doch, dass du irgendwann hier scheinst. Auf dem Todesberg einen Fashion-Kurs zu machen, das ist selbst für mich eine revolutionäre Idee. Nur eine Sache wäre da. Ich dachte ja eigentlich, das hier würde die Hauptattraktion vom Lorenland. Doch so revolutionär wie mein Einfall war, scheinen die Kunden noch überhaupt nichts davon mitzubekommen zu haben. Sprich, du bist mein erster Kunde. Ja, du. Das hier ist eine ist ein Ultra-Abstiegskurs. Nur für waschechte Profis. Aber da du bereits die Kurse meiner Brüder bewältigt hast, könntest du gar nicht mal so schlechte Karten haben. Du versuchst es doch mal, oder? Na klar. Wie wär's? War mir klar, dass du nicht Nein sagen kannst. In Ordnung, hör mal zu. Die Regeln sind einfach. Du rast in den Lore vom Todesberg runter und musst dabei mindestens 8 Ziele abschießen. Außerdem musst du innerhalb des Zeitlimits das Ziel erreichen. Das Löchchen nimmt dabei gewaltig Fahrt auf, also wird die Sache gerade nicht gerade gemütlich. Pass schön auf, ja? Die Lore kriegst du von mir. Der Fairness halber lassen wir hier sowieso keine Fremdlore zu. Platziere die Lore einfach und los geht's. Weil du so mutig bist und so weit gekommen bist, lasse ich dich gratis dein Glück versuchen. Ich schenke dir sogar ein paar Pfeile. Los, ran an den Speckstaden. Okay. Mal schauen, ob wir das Lorenland machen können. Loslegen. Pein wie Schotterstein. Dann mal los. Ich platziere rasch die Ziele dort, wo sie hin sollen. Sekündchen nur. Okay, also die Aufgabe wird bestimmt lustig jetzt. Das wird bestimmt lustig. Das ist das Ziel. Okay, ich dachte, das geht schneller. Ach du Kacke, meine Fresse. Mindestens 8, ich habe jetzt schon 2 übersehen. So. 4. Gut. So. Okay, ist doch einfacher, als ich dachte. Alles klar. Wir sind sogar fast unten. Und mir gehen gerade sämtliche Bögen kaputt. So. Gibt's einen extra Preis für, keine Ahnung? Für mehr? 18. Ich hätte fast alle. 2 habe ich übersehen. Und Ziel. Achtung, hier kommt das Ergebnis. Mal sehen, wie viele Ziele du erwischt hast. Achtung, Spannung. 18 Stück. Boah, hätte ich ja nie im Leben gedacht, dass du das hinkriegst. Du bist echt verloren geboren, mein Freund. Hier dein Preis. Goronenstoff. Na, gefällt's dem Herrn? Damit solltest du runter nach Südosten zur Färberei in Hateno. Dort zaubert man dir daraus sicher noch was Tolles. Ja. Lornland wartet jederzeit ungeduldig auf deine Rückkehr. Wir sind dir auch nicht böse, wenn du wieder all unsere Rekorde brichst. Versprochen. Okay. Na, dann haben wir diese Folge 3 Nebenaufgaben gemacht. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir mal in diese Höhle rein, holen uns da die Belohnung. Und schauen rüber zu den Sora. Weil dort haben wir ein paar Höhlen noch nicht gemacht. Ciao. Euer Gladius.